Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge von Let's Play Assassin's Creed 3. Ja, es geht fröhlich weiter. Denke ich mal, glaube ich, und so weiter. Gehen wir von aus, oder? Ja, das letzte Mal habe ich ja diese eine Mission gemacht. Ja. Geht's auf die Karte? Ich habe schon B gedrückt, ehrlich gesagt. Ha? What? Okay, das geht, das andere ging nicht, das muss ich gerade nicht verstehen. Hey. Wieso kann ich auf einmal nicht mit dir auf See stechen, wie ich es vorhatte? Schließlich haben wir letztes Mal in dem verrückten Schloss vom verrückten Doktor haben wir uns dieses letzte Kartenstück geholt. Und jetzt wissen wir angeblich, wo Captain Kidds Schatz versteckt ist. Ja, diesmal geht's, okay. Und von daher wollen wir uns dieses gute Stück doch am besten mal abholen. Und zwar von Oak Island. Von wo sonst, oder? Ja, von wo sonst. 1777, Oak Island. Ich bin gespannt. Aha. Ich bin etwas nervös, Connor. Ich auch. Die Aussicht auf Captain Kidds Schatz und die damit verbundenen Mysterien lassen mich nachts nicht schlafen. Beruhige dich wieder. Es ist doch nur ein Schatz. Naja. Ich dachte dasselbe. Doch bei so viel Aufwand, ihn zu verstecken, kommen mir Zweifel. Ja, das macht Sinn. Kommt er mit oder was? Kommt man erst einmal... Wow. Wir führen uns in die Mitte dieser Insel. Entsetzlich weit weg, Captain. Was in aller Welt hat Kid hier versteckt? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Doch ich werde es herausfinden. Erinner dich, was er schrieb. Bei einem Baum vom Feuer geküsst, nahe der Burg des Wolfes, unter des Adlers Bett und der Felsen, der nicht passt. Was immer das heißt. Glaubst du, das sind Landmarken? Ja. Wahrscheinlich. Würde ich auch mal tippen. Captain Kidd Symbole finden. Okay. Ja. Das dürfte das Adlers Bett sein, oder das wie er es nannte? Ha? Huh? What the? What? Ha? Huh? Okay. Ich hab's. Und jetzt? Okay, das ist ein Symbol des Captains, verstehe. Okay. Whatever, man. Ich musste gerade nur die Sachen bewegen und ein bisschen drehen und dann hat das geklappt. Aber das macht keinen Sinn, weil er einfach gerade eigentlich so gesehen nichts gesehen hat, ne? Deswegen ist das schon ein wenig merkwürdig. Immer dieses seltsame Adlerauge, das so, weiß nicht, so Voodoo-mäßig unerklärt bleibt manchmal. Finde ich mal ein bisschen komisch. Das ist es. So. Warte mal. Halt. Nee, so. Ah. Perfekt. Okay, das nächste Symbol gefunden. Direkt auf zum nächsten. Und diese Symbole markieren wahrscheinlich dann alle insgesamt irgendwie die Stelle, wo es ist oder so. Gehen wir einfach mal von aus, ne? Ah ja. Berg, Burg des Wolfes. Na bitte. Ich hab's. Yep, das ging diesmal sehr fix. Ich denke, dass wahrscheinlich unser erster Mart sich auffragt, was zum Teufel macht der Junge da? Er stellt sich da hin, auf einmal sagt er, ja, das ist es. Und alle anderen so, hä, what? Wie? Was? Was geht ab? Dude! Macht keinen Sinn. Wo ist es? Ich will mich nur ein bisschen beeilen. Ah, wahrscheinlich oben. Wo sonst? Klettern, klettern, klettern. Immer höher. Ich weiß gar nicht, wo es ist. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass ich schon zu hoch bin. Ah, jetzt keinen Scheiß bauen. Ja, hier hoch. Da. Unter des Adlers Bett. Ich hab's. Ich hab sowas wie Adlerfedern in der Gegend gesehen. Passt das? Nee. Auch nicht. Achso, es geht um... Ah, um die drei geht's. Okay, dann passt das nämlich so. Fertig. Oh shit! Okay. Das kann er jetzt also sehen. Wie um alles. Du hast das aus. Besser nicht für der Captain. Ja, sieht so aus. Okay.
Also, an einer Stelle kreuzt sich dann alles für ihn in seinem Auge. Die Wölfe greifen an! Die Wölfe? Was zum? Okay. Ah, das war zu langsam. Ah! Gehst du weg? Ich glaube, ein Wolf dürfte ich damit erwischt haben. Vielleicht ist das doch besser. Keine Fernwaffen gegen Tiere einsetzen. Ach Mist. Das habe ich zu spät gelesen. Besser gesagt, ich habe es gar nicht gelesen. Okay. Passt das jetzt? Es passt. Ah, den Fernwaffen ist schade. Hätte ich das mal gewusst. Ja, das macht es auch zu leicht. Okay, diese ganzen Dinger treffen sich dann hier in der Mitte und zeigen uns diesen wunderschönen großen Adler. Jetzt wird gegraben, oder? Oder? Das ist ein verflucht großer Fels. Eine Idee? Etwas Schwarzpulver könnte ihn bewegen. Ha. Huh. Eine riesige Explosion. Hm, könnte klappen. Würde jedenfalls helfen, die Wölfe zu verjagen. Das ist mal klar. Definitiv. Ja, das dürfte reichen, Jungs. Das sollte reichen. Ich glaube auch. Darf ich den Schuss abgeben? Yay! Boom! Okay. Ah, Tatsache. Wow. Das geht ganz schön tief runter, Jungs. Jetzt noch nervös? Weißt erst, was drin ist, wenn du nachsiehst. Stellt sich die Frage, wie ich hier... Oh? Okay. Er ist ja mutig. Ha, so ist er halt. Gott. Achso, hier muss ich drunter tauchen. Verstehe. Boah, ist das dunkel hier. Gruselig. Ja, kaum natürliches Licht, ne? Was zum... Wir haben hier irgendwas zum Einsturz gebracht, glaube ich. Nicht gut. Die Kalksteinhöhle erforschen. Ha. Leben wäre schon mal Punkt 1, oder? Boah. Gut. Wow. Dann war das eine natürliche Höhle und er hat sie bloß ein bisschen ausgebaut für seine Zwecke, also für den Schatz und so, oder was war der Plan? Ist, glaube ich, auch egal. Hauptsache, wir finden diesen verdammten Schatz. Danke, Spiel, dass du mir immer wieder Bescheid sagst, wann ich das mal einsetzen muss, so selten wie es schon ist. Ja, perfekt. Schnieke. Okay, wir sind definitiv auf der richtigen Spur. Nice. Bester Mann, guter Sprung. Wow. Das hat funktioniert, das sah viel ganz woanders aus. Wow, er ist nach hinten und links gesprungen. Hat dabei nach vorne gegriffen. Mein oh Mann, verrückter Kerl. Was ist das? Das ist der Schatz? Hier sind lauter Dinger, ne? Hier ist, so ist ja nicht. Hier sind 1000 Sachen. Hier ist ganz viel Gold und so, aber was ist das? Dafür hat Captain Kidd also so viel auf sich genommen. Erstaunlich. Das ist doch was für Desmond, oder? Das nützt doch Desmond wahrscheinlich viel mehr. Okay. Das ganze Gold! Das ganze schöne Gold! Oh shit. Immer schön drunter. Warum dreht sie sich auf einmal die Kamera? Das war unfair. Ich dachte schon, wir hätten dich verloren. Bist du wohl auf? Ja. Ich glaube schon. Was ist denn passiert? Was hast du gefunden? Das war's? Nur eine Münze? Mehr war da nicht? Wurde der Schatz schon gefunden? Wow. Was zum Teufel? Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Aber ich weiß jetzt, warum es Kidd so wichtig war. Okay. Kidd Gloves. Edenscherbe. Das erklärt's. Holy shit. Neue Spezialmontur verfügbar. Oh, meine Montur geht mir sowieso gegen den Strich. Deswegen, guter Moment, um das zu tauschen. Oh mein Gott, er findet einfach meine Edenscherbe? Ich dachte, das wäre eine Nebenmission. Das kleines Ding, nicht wahr? Tja, ich habe meine unfassbaren Kräfte eingesetzt. Und das kleine Ding stammt tatsächlich von der ersten Zivilisation. Boah. Ist so eine Art persönlicher Schutzschild.
Es induziert ein recht starkes elektromagnetisches Feld. Das erklärt seine Wirkung auf Metall. Und außerdem, warum Kid der Legende nach als unbesiegbar galt. Dieses Schmuckstück in deiner Tasche kann leicht die Flugbahn einer Musketenkugel ablenken. Wow. Raffiniertes Ding, ehrlich. Egal. Dachte nur, du solltest es wissen. Bitte mach weiter. Okay, danke für die Info. Wow. Krass. Das Ding trage ich jetzt bei mir? Kann ich das benutzen? Das hätte was. Geld werfen, ne. Sieht leider nicht ganz so aus. Das wäre auch, glaube ich, ein bisschen sehr mächtig, dass einfach keine einzige Kugel mich mehr trifft. Und ja, es macht schon Sinn, warum er damit als unbesiegbar galt. Wer sollte ihn damit schon töten? Kein Metall der Welt kann ihn berühren. Elektromagnetisches Feld. Naja. Wenn man es weiß, könnte man theoretisch einfach mit einem Holzknüppel auf ihn einschlagen. Das dürfte wahrscheinlich sehr leicht möglich sein, weil Holz und so ganz andere Geschichte ist. Ein elektromagnetisches Feld dürfte nicht ein Stück Holz wegschleudern oder abwehren. Ah. Jetzt bin ich gespannt, was ich diesmal für eine unglaublich wunderschöne Montur bekommen habe. Also besser als die hier kann sie nur allemal sein, von daher. So. Ah, warte mal. Captain Kid Montur. Die ziehe ich doch mal an. Her damit. Ja. Damn. Okay, diese Dinger im Gesicht sind seltsam. Was ist das? Sind das falsche Haare? Ist das eine Perücke, die mit dran ist? Plus ein Tuch und halt, aber der Hut selber ist schon mal ziemlich cool, muss ich sagen. Ah, das Tuch guckt durch den Hut, klasse. Aber an sich, schick. Irgendwie schick, aber auch wenn der Hut trotzdem ein bisschen mehr nach Papst aussieht. Also nicht Papst, ich meine Bischof oder so. Der Rest vom Outfit gefällt mir. Die Gürtelschnalle, die ist awesome. Aber gibt es ja auch mal ein Outfit, das nicht so hart verbuggt ist? Das ist doch traurig. Na dann. Ziehen wir wieder unser Standardkram an. Das buggt wenigstens meiner Meinung nach am wenigsten rum. Obwohl, jetzt haben wir ja immer noch diese Farbe, stimmt ja. Egal, wir werden es überleben. So, sonst haben wir wohl nichts gefunden. Ich glaube nicht, dass der Ring hier einfach so rumliegen wird. Von daher sind wir dann hier in der Gegenpool fertig. Ich sehe keine weitere neue Mission, also Siedlungsmission, was sehr beruhigend ist. Und dann können wir uns doch tatsächlich noch einer weiteren Hauptmission widmen. Gibt's doch nicht. Wer hätte das gedacht? Ich bin ehrlich gesagt extrem überrascht, dass ich durch Nebenmissionen, wie ich dachte, dass sie es sind, mittlerweile schon eine Edenscherbe gefunden habe und einen der wichtigsten Typen gekillt habe, die es im Spiel gab. Halt, den anderen Kapitän da. Ehrlich, ich bin da sehr, sehr überrascht. So, die Wache ist gerade sonst wo, auch wenn sie sich gerade in meine Richtung bewegt, aber ich glaube, die kann mich nicht sehen. Diese Truhe scheint nicht so richtig bewacht zu sein und ich leben kann. So, knacken. Schön dabei die linken und rechten Finger an ihrer Position lassen. So. Was kriegen wir? Neue Pläne. Edle Kleidung. Glasfenster. Wolfanhänger. Brot. Sinnvoll. Edle Schuhe. Laternen. Wasserfass. Bergmann-Werkzeug. Hautcreme. Und 750 Pfund. Okay. Das Spiel hat wieder meine Richtungsangaben nicht ganz so gelesen, wie ich es mir gewünscht hatte. Verdammt nochmal. Aber ich gebe nicht auf, nein. The legend never dies. The dream must go on. Jeder Aussichtspunkt ist mein. Jetzt kletter hoch, Dankeschön. Jetzt Synchronisation. Ich freue mich übrigens schon sehr auf Assassin's Creed 4. Ziemlich doll sogar. Bin sehr gespannt, wie es abgehen wird. Wahrscheinlich ziemlich doll. Wahrscheinlich wird es ziemlich, ziemlich geil. Wäre auch doof, wenn nicht, ehrlich gesagt. So, Hauptmission. Nicht weiter ablenken lassen, wirklich direkt zur Hauptmission. Keine Umwege mehr. Die Zeiten sind vorbei. Hoffe ich, glaube ich. Weil zum Beispiel diese ganzen fliegenden Zettel, die möchte ich gar nicht alle fangen. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die nützt einem mehr, wenn man auf 100% gehen will oder so. Ansonsten sind sie nicht Mission, Story relevant, sonst wie. Von daher kann ich sie ignorieren.
und kann mich endlich lieber ein bisschen der Hauptstory widmen. Gleich sind wir da. Oh, wir sind auch schon am Westrand der Stadt. Der Stadt New York. Na hier, Fort George. Ach stimmt, ich habe noch gar nicht alle Forts befreit. Gibt's ja gar nicht. Das könnte ich theoretisch noch machen. Ich überleg's mir. Wechselnde Methoden. Ja, das beschreibt die beiden ganz gut. Also Vater und Sohn. Wir müssen wissen, was die Loyalisten planen, wenn wir dem ein Ende setzen wollen. Ich hab's versucht, aber den Soldaten selbst sagt man nichts mehr. Nur, dass sie auf Befehle warten sollen. Dann such weiter. Komm zu mir, wenn du was Brauchbares hast. Ach, wir sind dem Sieg so nah. Ein paar wohlplatzierte Angriffe und dieser Krieg und die Herrschaft der Krone sind zu Ende. Was schlägst du vor? Nun, momentan nichts, weil wir völlig im Dunkeln sitzen. Genial. Die Templer hätten überall Augen und Ohren. Oh, hatten wir. Bis sie anfing, sie uns abzuschneiden. Der Kontakt sprach von Befehlen von oben. Das sagt uns doch, was wir zu tun haben. Den Commander der Loyalisten suchen. Ja. Ist doch ziemlich logisch, oder? Okay. Zum Treffen der Offiziere folgen. Auf einmal weiß er, wo das Treffen der Offiziere stattfindet, oder was? Hä? Woher weiß er das so plötzlich? Das ist merkwürdig, Herr Avim. Sehr merkwürdig. Aber okay, ist witzig. Wir helfen ihm erst jetzt, nachdem wir so viele seiner Leute auf dem Gewissen haben. Tut mir leid, Hund. Tut mir wirklich leid, aber es ist fürs Beste. Ach, ignoriert mich einfach, Jungs. Haven? Ist es Haven egal? Es ist Haven egal. In Ordnung. So. Seht ihr hinter mir? Eine ganze Menge sind hinter mir. Siehst du, da ist er runtergefallen. Ich glaube, es spielt für Haven immer noch keine Rolle, was ich tue, oder? Hau ab, du dreckiger Mischling? Reden die mit mir? Ich glaube nicht. Wow, ich werde schon von solchen verfolgt. Holy shit. Okay, Vater, ich bin hinter dir. Irgendwie, ich versuch's. Aber kann es sein, dass Haven erst versucht, mit uns zusammenzuarbeiten, seitdem wir fast alle seiner Leute gekillt haben? Und er damit weiß, dass er seine Ziele nicht mehr erreichen kann, jetzt wo alle seine Leute tot sind und er deswegen unsere Hilfe braucht und daher versucht, die Beziehung zu seinem Sohn auszunutzen, um so seine eigenen Ziele dann im Endeffekt doch zu erreichen? Okay, das war vielleicht ein bisschen schnell gesprochen, aber ich glaube, ihr habt mich verstanden. Ist eine Theorie. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Einfach abwarten. Habt ihr den Vorschlag erwogen? Ich bin nicht überzeugt. Sie zu verstärken, hieße New York schutzlos zu lassen. Schon so ist es schwer, die Ordnung aufrechtzuerhalten und halbiert. Doch wenn wir es nicht tun, rechnen Sie mit einer Niederlage. Und was dann? Sie hätten vom Meer kommen sollen. Sie drehen sich im Kreis. Nur durchs Zuschauen erfahren wir gar nichts. Was schlägst du also vor? Reinmarschieren und Antworten verlangen? Nun, ja. Jetzt ernsthaft? Oh. Hinterhalt! What the fuck? Connor, ein wenig Hilfe bitte. Ja, du bist aber schon ein bisschen dreist. Geht's nicht auch etwas? Leben, Connor. Vielleicht wissen Sie etwas. Okay, ich helfe ja schon. Jetzt. Wow. Oh, hast du das gesehen? Ach, das war vorhin das Blinken. Das Schild hat's abgewehrt. Geil. Ja, meine versteckte Klinge reicht mir aus. Ich brauche kein Schwert, um euch zu töten. Ach ja, du wieder. Wow. Du bist der Letzte. Von daher. Tatsächlich, die Kugeln wurden abgewehrt durch mein neues Schild. Krass. Das ist doch mal heftig. Hi, Jungs. Na? Reden wir ein wenig. Wir bringen sie in mein Quartier in Fort George. Wollen doch mal sehen, was die Herren wissen. Wirklich? Na, du solltest ihm wohl hinterher. Geh du. Ich bewache die Gefangenen. Nein, mach du es. Warum ich? Weil ich es sage. Jetzt geh.
Und du befolgst es auch noch. Siehst du? Er testet dich aus. Er testet, ob du all seinen Befehlen gehorchst. Ich wette, im Endeffekt verarscht er dich doch oder so. Also es würde mich fast nicht mehr wundern. Du brauchst keine Hilfe, du brauchst Gott oder so. Denn der Tod ist bereits hinter dir her. Komm nicht näher! Oh doch. Ach, ich darf ihn nicht töten. Whoops. Ich dachte, zwei Offiziere reichen. Okay, versteh schon. Na dann, nochmal. Komm. Aber ehrlich mal, Connor. Er sagt es jetzt schon zum zweiten Mal. Mach es, weil ich es sage. Er testet aus, wie sehr er dich in seinen Fängen hat. Es ist eigentlich sogar ziemlich simpel. Und sobald er gemerkt hat, dass er dich richtig in der Kontrolle hat, wird es für ihn doch ein leichtes. Dich dann wirklich Sachen zu machen, die du überhaupt nicht machen willst und im Endeffekt deine eigenen Pläne zu sabotieren, aber seinen Plänen zu folgen. So, hab ich dich. Und jetzt? Hast du ihn jetzt? Ja, los. Geht doch. Fahr zur Hölle! Ich sagte los! Okay. Warte. Ich sag dir alles, was du willst. Alles! Nur zwing mich nicht dort hinein. Wir haben nur ein paar Fragen an dich. Wenn ich da rein muss, dann bin ich ein toter Mann. Da bist du, Connor. Ich befürchtete schon, du hättest dich verlaufen. Na dann, kommt mit. Okay. Ja, vorwärts. Ach, warte mal, Ziel stoßen. Come on. Ob der wohl recht hat? Könnte mir fast leid tun, wenn es stimmt. Er ist einer der Loyalisten. Das sind die Leute, für die wir doch eigentlich kämpfen. Bis jetzt zumindest. Bis wir seinem Vater gehorchten. Oh Mann. Hoffentlich bist du nicht gerade voll hardcore verarscht, Connor. Ich kann's nur für dich hoffen. Leben die anderen beiden überhaupt noch? Ich sehe sie nirgends. Was hat er für ein riesiges Quartier hier bitte? Holy shit. Unauffällig ist was anderes, oder? Vorwärts. Oh, ich fühle mich schlecht dabei. Ziemlich schlecht. Weiter. Sorry, Junge. Nicht mein Stil eigentlich. Sind die anderen schon tot? Wie lauten die Pläne der Briten? Sie wollen raus aus Philadelphia. Die Stadt ist erledigt. New York ist der Schlüssel. Mit verdoppelten Truppen wollen sie die Rebellen verjagen. Wann fangen sie an? In genau 2 Tagen. 18. Juni. Ich muss Washington warnen. Siehst du? Das war gar nicht. Ach, Loyalisten, ich habe mich total vertan. Das sind ja Rotrücke, entschuldige. Ich habe euch alles gesagt. Jetzt lasst mich gehen. Natürlich. Machst du es wirklich? Komm schon. Ey. Die anderen sagten das Gleiche. Es muss wahr sein. Haben wir schon gedacht, dass du das tust. Getötet. Du hast sie alle getötet. Warum? Sie hätten den Feind gewarnt. Du hättest sie bis nach dem Kampf festhalten können. Was? Und dabei Zeit und Geld verschwenden, damit sie versorgt sind? Was hätten wir davon? Sie hat uns schon alles verraten. Du findest mich in Valley Forge. Ja, das ist dein Vater. Das ist Haven. Damn. Ihr habt wirklich sehr verschiedene Methoden, ihr beiden. Tja. God bless America und so. Valley Forge, sagtest du, ne? Das war doch ein Grenzland, wenn ich mich richtig entsinne. Ja. Ja. Bürgermission. Ich gehe. Hä? Ach ja, ich muss ja hier direkt. Ich möchte nur auf Nummer sicher gehen, dass auch keine neue Siedlungsmission da ist, ne? Nicht, dass ich was übersehen habe und so. Oder da jetzt eine neue entstanden ist, wohl eher. Mal sehen. Das Ding ist. Nichts Neues. Puh. Glück gehabt. Sehr viel Glück gehabt. Auch schon wieder so weit weg. Was ist denn das? Das ist doch doof. Wird alle doof. Weiter weg von jedem einzelnen Punkt. So weit weg wie möglich, ne? Ärgerlich. Okay, aber ich will ehrlich sein, ich brauche euch die Reise nicht antun, da werden wir nicht viel erleben. Da würde ich lieber sagen, dass ich an dieser Stelle schon Schluss mache. Damit mal eine bisschen kürzere Folge, aber nächstes Mal machen wir direkt mit den Hauptmissionen weiter.
Oh, in dem Dorf auch noch. Oh Gott, ja, die Reise tue ich euch erst recht nicht an. Von daher würde ich mal sagen, mein Name ist Alex. Bis dann.